Ihr Reichtum war sagenhaft. Sie besaßen die größten Diamanten und die schönsten Frauen. Intrige und Mord bestimmten ihr Leben. Die Mogulen. Ihr bedeutendster Herrscher, Akbar der Große, aber hatte einen Traum. Ein Reich, in dem Moslems und Hindus in Frieden miteinander leben. Seine gefährlichsten Gegner, die Maharajas von Indien, die sich in ihren Palästen verschanzten. Jahrhundertelang blieben sie unbesiegt. Wie gelang es Akbar, sie zu unterwerfen? Die Dynastien der Maharajas haben überlebt, doch das Reich der Mogulen ist untergegangen. Akbars Traum aber lebt fort in einem der schönsten Bauwerke der Welt, dem Taj Mahal. Vermächtnis einer Epoche, die als das goldene Zeitalter Indiens in die Weltgeschichte einging. Warum ist dieser Traum zerbrochen? Sphinx führt in die rätselhafte Welt von Magiern, Mogulen, Maharajas. Die Steppen Zentralasiens. Hier lebten die Vorfahren der Mogulen, die berüchtigten Todesreiter aus der Steppe, die Mongolen. Unter ihren Führern Genghis Khan und Tamerlan machten sie sich große Teile Asiens und Europas untertan. 1369 ließ sich Tamerlan zu ihrem König, zum Herrscher der Goldenen Horde, krönen. Er regierte über viele Jahrzehnte ein sagenumwobenes islamisches Reich im Herzen Zentralasiens. Seine Hauptstadt Samarkand, am Knotenpunkt der Seidenstraße, galt als Juwel in der Wüste. Künstler aus aller Herren Länder schufen hier die prächtigsten Moscheen zum Ruhme Allahs und seines Propheten. Als Samarkand den Mogulen verloren ging, richtete sich ihr Eroberungsdrang unaufhaltsam nach Süden. In kurzer Zeit unterwerfen sie große Teile Nordindiens und gründen ein neues islamisches Reich auf dem Subkontinent. Doch ihre gefährlichsten Gegner bleiben die Maharajas von Indien. Sie sind Hindus und stammen aus der Kriegerkaste der Rajputen. Ein Nachfahre der Fürsten berichtet: Es gab eine Vielzahl von Rajputenstaaten, aber leider herrschte eine ungeheure Eifersucht zwischen ihnen, sodass sie unfähig waren, gemeinsam militärisch zu handeln. Was es für die Mogulen sehr viel einfacher machte. Was suchen die Mogulen in Indien? Das Land ist karg, doch soll es reich an Schätzen sein. Seine Herrscher, die Maharajas, leben in Festungen, die hoch oben über den Städten und Dörfern thronen. Maharaja bedeutet Großkönig. Viele von ihnen leben noch heute wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht, auch wenn sie jetzt politisch keine Macht mehr haben. Aber die Traditionen werden gepflegt. Die Paläste der Maharajas lassen noch heute erahnen, in welchem Luxus und welcher Pracht ihre damaligen Bewohner lebten. In einer der ältesten Burgen lebt der Maharaja von Sirohi, der von seinem Volk noch heute als Nachfolger der alten Hindu-Könige verehrt wird. Für sie besitzt er magische Kräfte, die er zum Wohle seines Volkes nutzt. Die Mogulen wollen sich den Reichtum der Maharajas zu eigen machen. Doch stolz setzen sich diese zur Wehr. Sie ahnen nichts von der Entschlossenheit der islamischen Eroberer aus dem Norden. Die Mogulen haben bereits weite Teile Indiens eingenommen. Doch einige Fürstentümer widersetzen sich hartnäckig. Herbst 1567. Mit der gewaltigsten Streitmacht, die Indien je gesehen hat, belagert Akbar der Große die berühmteste Festung im Staat Rajasthan. Akbar ist entschlossen, sie zu erobern, obwohl sie als uneinnehmbar gilt, die Feste Chittor. Die Tore der Burg haben lange Eisenstacheln, um die angreifenden Elefanten des Feindes abzuwehren.
Die Bewohner von Chitor sind sich ihrer Sache sicher. Sie haben jede Vorsorge getroffen. Sie ahnen nicht, dass sie in die Geschichte eingehen werden als die letzten Verteidiger der ruhmreichen Festung. 100 Tage lang belagert seine Armee die Mauern Chitors, doch ohne jeden Erfolg. Mehr als 200 seiner Soldaten sterben täglich im Pfeilhagel der Verteidiger. Selbst die Wunderwaffe der Mogulen, die großen Kanonen, mit denen sie bereits den halben Kontinent erobert haben, scheint wirkungslos. Am Ende greift Akbar selbst in den Kampf ein und gibt den Befehl zum Laden der schwersten Kanonen. Drei Tage und drei Nächte feuert er seine erschöpften Truppen an. Er will Rache für die vielen tausend Soldaten, die während der Belagerung gefallen sind. Mit den schweren Geschützen feuern seine Männer ununterbrochen auf die Mauern der Festung. Doch erst ein Schuss aus Akbars Vorderlader bringt die Entscheidung. Er trifft den Kommandanten der Festung. Das Schicksal Chitors ist besiegelt. Die Verteidiger sind zum Äußersten entschlossen. Sie verlassen die Stadt und stürzen sich in eine aussichtslose Schlacht. Die letzte Prinzessin der Dynastie erinnert an das Trauma des Untergangs. Während die Männer in die Schlacht zogen, bereiteten die zurückgebliebenen Frauen das heilige Feuer vor. Sie erwarteten nicht, dass ihre Männer lebend aus der Schlacht zurückkehren würden. Deshalb waren sie entschlossen, sich selbst dem Feuer zu übergeben. Sie wollten lieber sterben, als dem Feind in die Hände fallen. Für sie war es ein Grund zur Freude, sicher zu sein, nicht gefangen genommen zu werden und sich selbst und ihren Glauben nicht zu beflecken. Akbar der Große hatte gesiegt, aber um welchen Preis? Ein Relief ihrer Hände erinnert noch heute an den mutigen Opfertod der Frauen im Feuer. Bis heute ist Chitor ein nationales Heiligtum. Akbar statuierte ein Exempel. Am Tag nach der Schlacht ließ er 30.000 Zivilisten, die in der Festung Zuflucht gesucht hatten, töten. Ein Fluch lastet seitdem auf der verlassenen Stadt. Akbar war zwar Sieger über die Rajputen, doch moralisch war er Verlierer. Der Maharaja von Chitor hatte seine Stadt noch vor Beginn der Belagerung verlassen. In der malerischsten Region Rajasthans gründete er eine neue Stadt, die seinen Namen trägt, Udaipur. Noch heute lebt hier ein Nachfahre des Fürsten. Es muss eine sehr schwierige Entscheidung für ihn gewesen sein, Chitor zu verlassen und eine neue Hauptstadt zu gründen. Aber ich glaube, seine Idee, Udaipur als neue Hauptstadt zu gründen, war sehr gut, denn sonst wäre die Familie ausgelöscht worden und niemand hätte mehr von uns gehört. Anders als die Herrscher von Udaipur, die sich den Mogulen nie unterwarfen, verhielten sich die Maharajas von Jodhpur. Maharaja Dalip Singh ist einer ihrer Nachfahren. Die Geschichte der Mogulen und der Maharajas beschäftigt ihn seit frühester Jugend. Er selbst war Zeuge vieler dramatischer Veränderungen in den Fürstenhäusern der Maharajas im letzten Jahrhundert. Der Maharaja von Jodhpur begrüßt die Gäste am Vorabend einer prunkvollen Hochzeit. Seine Vorfahren hatten sich mit Akbar arrangiert. In der Hoffnung, sich einen Platz am Mogulhof zu verschaffen und so ihre eigene Herrschaft zu sichern, hatten sie ihre Töchter in seinen Harem gegeben. Eheschließungen sind damals wie heute ein Mittel der Politik. Und auch die Hochzeitsfeierlichkeiten haben vieles gemeinsam mit denen der Mogulzeit. Die Frauen schmücken ihre Hände mit Ornamenten aus Henna. Ein alter Brauch, der ihnen und dem Hochzeitspaar Glück bringen soll. Nächstes Ziel von Akbars Eroberungen? Das Fürstentum Amer im Herzen von Rajasthan. Amer aber wurde nicht zerstört. Stattdessen wurde aus der Trutzburg eine der schönsten Schlossanlagen Indiens. Zufall?
oder politisches Kalkül? Akbar befindet sich auf Pilgerfahrt mit seinem Hofstaat. Dabei durchquert er das Gebiet von Amer. Der Maharaja fürchtet einen Angriff und entschließt sich zu einem folgenschweren Schritt. Unter seinen Töchtern sucht er eine, die er dem Muslimkaiser zur Frau anbieten könnte. Akbar ist nicht abgeneigt. Noch eine Schönheit für seinen Harem. Und außerdem, heißt es, erspart eine Heirat 10 Kriege und erhält so Tausenden von Menschen das Leben. Aber Akbars Wahl fällt nicht auf die Favoritin des Vaters. Er sucht sich eine jüngere und schönere unter den Prinzessinnen aus. Die Verbindung einer seiner Töchter mit dem großen Mogul ist für den Maharaja von Amer äußerst nützlich. Die Familie der Braut steigt zu höchsten Ämtern am Hofe auf. Ihr Vater wird erster Ratgeber des Kaisers, sein Bruder Befehlshaber der Mogul-Armee. Die in Lieblichkeit strahlende Braut, bei deren Anblick die Natur ihr Blütenkleid anlegt, diese Rose aller Frauen, wie ein Dichter von ihr schwärmte, war den islamischen Würdenträgern ein Dorn im Auge. War sie doch die Tochter des mächtigsten Hindu-Fürsten und damit eine Gefahr für das muslimische Erbe. Die Neider am Hof hatten nicht ganz Unrecht, denn auch die späteren Mogul-Kaiser nahmen sich stets die schönsten Frauen der Hindus. So wurden die fremden Eroberer von Generation zu Generation immer schöner, behaupten die Hinder. Die Hochzeitsfeierlichkeiten sind die größten, die der Hof je gesehen hat. Sie geben Akbar die Gelegenheit zu einer bisher unübertroffenen Demonstration seiner Macht über Hindus und Muslime. Prächtige Feuerwerke, wie sie ein Jahrhundert später an den barocken Fürstenhöfen Europas veranstaltet wurden, gibt es schon zu Akbars Zeiten. Doch prunkvolle Festlichkeiten sind nur eine Seite des Lebens am Hof. Wird es Akbar gelingen, auch die Feinde am eigenen Hof zu besiegen? Adam Khan, ein naher Verwandter, ist sein ärgster Gegner. Als er seine Chance zur Ergreifung der Macht gekommen sieht, stiehlt er sich in den Palast und ersticht den Premierminister. Wollte er auch Akbar töten? Akbar, entsetzt über die Tat, stellt sich dem Mörder entgegen. Mit Hilfe der Wachen überwältigt er ihn. Er will ein Exempel statuieren. Jeder soll wissen, dass er keine Widersacher duldet. Als Akbar sieht, dass sein Opfer noch atmet, befiehlt er den Unglücklichen, noch einmal die Treppe hinaufzutragen und erneut vom Balkon zu werfen, damit sein Hirn auf die Fliesen spritze. Akbar wusste genau, was er wollte und wie er seine Karten im richtigen Moment auszuspielen hatte. So wurde er der beste oder größte Mogul-Kaiser, der je in Indien regierte. Zu seinem Erfolgsrezept gehörte es, ständig im Reich unterwegs zu sein, um die Herrschaft zu sichern. Um 1580 erstreckt sich das Mogulreich vom Hindukusch im Westen und dem Himalaya im Norden über den halben indischen Subkontinent bis zum Golf von Bengalen im Osten. Ein gut ausgebautes Straßennetz verbindet die Kaiserresidenzen Lahore, Delhi, Agra und Fatehpur Sikri mit den restlichen Teilen des Reiches. Akbar ist auf der Höhe seiner Macht. Aber er will kein Fremdherrscher sein, der nur das Land ausbeutet. Er ist überzeugt, dass der Zusammenhalt des Reiches auf Gerechtigkeit beruht, auf der gleichmäßigen Behandlung aller Untertanen, gleich welcher Kaste, gleich welcher Religion. Sulh-ul-Kull, Frieden für alle, soll das Leitmotiv von Akbars Herrschaft werden. Unter Akbar dürfen die Tempelanlagen der Hindus nicht mehr stört werden.
im heiligen Bezirk eines Hindu-Tempels in Rajasthan, bereiten sich die Priester auf das tägliche Opfer vor. Der Hinduismus kennt Tausende von Göttern. Anders als die anderen Weltreligionen ist er nur in Asien verbreitet und kennt keinen missionarischen Eifer. Die Aufgabe der Priester ist es, die Götter mit vielfältigen Geschenken und Opferzeremonien bei Laune zu halten. Denn von der Laune der Götter hängt das Schicksal der Menschen ab. Das Reittier des Gottes Shiva muss es sich gefallen lassen, das Blumenopfer mit den Affen zu teilen. Aber schließlich sind im Hinduismus auch Affen heilig und besitzen mit dem affenköpfigen Hanuman sogar einen eigenen Gott, der für sicheres Reisen sorgen soll. Nur ein paar Kilometer weiter ruft der Muezzin zum Gebet. Vor dem Gang zur Moschee muss sich der Gläubige reinigen. Fünfmal am Tag verneigt er sich Richtung Mekka, der heiligen Stadt des Islam. Welch ein Gegensatz zum Hinduismus. Die Strenge der islamischen Religion, die nur einen Gott kennt und dessen Propheten Mohammed. Eine Religion, die Bilder und Skulpturen verbietet. Akbar gelingt es, die beiden Welten für kurze Zeit zu vereinen. Noch heute treffen sich Gläubige an einem Schrein, den er einst bauen ließ, aus Dankbarkeit für eine Prophezeiung. Bisher hatte er noch keinen Sohn, seine Nachfolge war nicht gesichert. In seiner Verzweiflung pilgert Akbar zu einem heiligen Einsiedler, der für seine magischen Fähigkeiten berühmt ist. Der alte Mann prophezeit dem Herrscher die Geburt dreier Söhne. Die Vorhersage trifft ein. Noch immer pilgern Frauen beider Religionen dorthin und beten darum, dass ihnen ein Sohn geschenkt werde. Töchter sind weniger gefragt. Wollfäden am Gitter zum Grab des Heiligen sollen dem Gebet Nachdruck verleihen. An der Stelle, wo der Einsiedler lebte, lässt Akbar eine prächtige Stadt errichten. Er nennt sie Fatehpur Sikri, Stadt des Sieges. Die Bauten werden aus Sandstein in Fertigbauweise errichtet, meisterlich und filigran. Da Holz in Indien Mangelware ist, werden auch Balken und Dachstützen aus Stein gemeißelt. Die fertigen Teile werden wie in einem Baukastensystem zusammengefügt. Mörtel ist überflüssig. Das natürliche Gewicht der Steine sorgt für Stabilität. 5 Jahre dauern die Bauarbeiten. Akbar selbst kümmert sich um viele Einzelheiten. Es entsteht eine gigantische Anlage, die indische, türkische und ostasiatische Stilelemente vereint. Eine Zeltstadt aus Stein, die früher mit prächtigen Teppichen und kostbaren Tüchern geschmückt war. Damals waren die Säle und Terrassen mit Leben gefüllt. Für 1,5 Jahrzehnte war Fatehpur Sikri die glanzvollste Kaiserresidenz des Reiches. Tausende von Dienern sind für das leibliche Wohl der Höflinge verantwortlich und für das ihres Herrschers. Er pflegt den aufwendigen Lebensstil eines absoluten Monarchen. Nicht, weil er es persönlich so schätzt, heißt es, sondern weil es die Würde des Kaiserthrones von ihm verlangt. Wenn er nicht auf Kriegszügen ist oder politische Pflichten ihn rufen, widmet sich Akbar in seinem Harem der Musik und dem Tanz. Er genießt es, Tänzerinnen und Musiker aus allen Teilen des Reiches zum Wettstreit gegeneinander antreten zu lassen. Fremde Männer haben zum Harem natürlich keinen Zutritt, nur die Eunuchen und Akbars engste Berater. Sein Harem bietet die erlesensten Genüsse. Luxusgüter kommen aus allen Teilen der Welt. Der Harem ist für den Kaiser eine Art Hochsicherheitsbereich, wo er seine Schätze und sogar geheime Waffen aufbewahrt. Noch heute werden einige dieser Waffen zusammen mit anderen Wertgegenständen aus der Mogulzeit im Palast von Jaipur aufbewahrt. Sie wurden jetzt zum ersten Mal seit 40 Jahren einem Filmteam zugänglich gemacht. Akbar und seine Nachfolger schenkten die Waffen den Maharajas von Amer. Schließlich waren die Fürsten seit der Heirat Akbars mit einer Tochter des Hauses Teil der Familie. Der Museumsdiener präsentiert uns das Schwert von Akbars Oberbefehlshaber Man Singh. Es wiegt 5 Kilo. Sein Schild weist Kerben auf, Spuren der zahlreichen Schlachten, die der Hindu-Fürst im Namen seines muslimischen Kaisers geschlagen hat.
das wertvollste Stück der Sammlung, Akbars reich verzierter Helm, den er der Legende nach schon bei der Schlacht von Chitor getragen haben soll. Der Dolch mit den zwei Pistolen ist aus späterer Zeit. Eine äußerst effektive Spielerei für jemanden, der ganz sicher gehen wollte, dass sein Feind den Dolchstoß nicht überlebte. Das Schwert von Akbars Sohn. Es trägt eine Aufschrift in persischer Sprache, der Hofsprache der damaligen Zeit. Der Sieg ist nah. Mit Hilfe Gottes wird der Kaiser siegen. Eine Audienz bei dem Verwalter der Schätze, dem Museumsdirektor, der uns mit einem besonderen Detail überrascht. Die Mogulen importierten von Anfang an deutsche Klingen. Sie waren gerade und breiter. Der Handel mit Europa bildet eine der wichtigsten Quellen des Reichtums der Mogulen. Schiffe der Portugiesen bringen seit der Eröffnung des Seeweges Gold aus Südamerika nach Indien, im Austausch gegen Seide und Gewürze. Mit den Händlern kommen Botschafter. Sie wollen günstige Handelsbedingungen erreichen. Die Macht und der Reichtum der Großmogulen sprichwörtlich in Europa. Bis heute. Aus der Sicht Akbars und seiner Höflinge sind die europäischen Staaten Entwicklungsländer und ihre Einwohner Wilde. Aber sein Interesse für fremde Sitten ist groß. So empfängt er die Abgesandten der Könige von England, Spanien oder Portugal. Der Hofgeschichtsschreiber berichtet von dem Besuch des englischen Gesandten, der als Gastgeschenk eine Prachtausgabe der Bibel mitbringt. Er hat die Hautfarbe einer Wasserleiche und entspricht in keiner Weise unserer Vorstellung von einem gefälligen Äußeren. Doch nach etlichen Gläsern Alkohol wird er zutraulich wie eine Ente. Akbar ist ein Philosoph auf dem Kaiserthron. Auf der Suche nach einer Religion, die alle Glaubensrichtungen in sich vereint, interessiert er sich auch für die christliche Lehre. Er lässt portugiesische Missionare an seinen Hof kommen. Sein Schlafgemach soll ein Bild der Mutter Maria mit dem Jesuskind geschmückt haben. Nachts soll er sich eine Bibel unter den Kopf gelegt haben, um sich von ihrer Botschaft inspirieren zu lassen. Seine Berater fürchten, Akbar werde sich von den Jesuiten zum Christentum bekehren lassen. Aber Akbar bleibt muslimischer Kaiser, auch wenn es eine Zeit lang so scheint, als ob die Jesuiten immer mehr an Einfluss gewinnen. Doch ihm geht es um die Frage, ob den verschiedenen Religionen eine einzige Wahrheit zugrunde liegt. Ans Tor der Freitagsmoschee in Fatehpur Sikri lässt er das Jesuswort meißeln: Das Leben ist nur eine Brücke, überquere sie, aber baue keine Häuser auf ihr. In einem eigens für seine philosophischen Gespräche konstruierten Palast empfängt er die Vertreter verschiedener Religionen. Auf einem Thron in der Mitte des Saales soll er als Schiedsrichter gesessen haben. Ausgewählte Gäste dürfen die Gespräche von unten verfolgen. Einzigartig die Säule, die den Thron des Herrschers trägt. Sie ist aus Sandstein und wirkt doch wie aus Holz geschnitzt. Eine Verbindung von islamischer und hinduistischer Architektur. Woher kommt Akbars Interesse an religiösen Fragen? Aus seiner Begegnung mit islamischen Mystikern in frühester Jugend? Derwische sind häufig zu Gast am Mogulhof. Sie tanzen sich in Ekstase, um so die Nähe Gottes zu spüren. Akbar ist fasziniert. Dabei riskiert er den Konflikt mit den konservativen Kräften an seinem Hof. Die islamischen Mystiker sind bis heute den orthodoxen Vertretern der Religion verdächtig. Glauben sie doch an einen Weg zur unmittelbaren Vereinigung des Menschen mit Gott. Nach nur 14 Jahren wurde die Kaiserresidenz wieder verlassen. Ihr Prunk erlosch, das Leben in ihren Mauern verstummte. Nie wieder sollten ihre Hallen, Terrassen und Gärten Schauplätze rauschender Feste sein. Was war geschehen? Waren die Mogulen vor einer Dürre geflohen, wie eine alte Chronik behauptet? Doch vor den Toren der Stadt befand sich damals ein riesiger Stausee, der ihre Bewohner mit Wasser versorgte.
Erst nach einem Dammbruch im späten 19. Jahrhundert breitet sich dort eine trockene Ebene aus. War die Stadt mit ihren prächtigen Höfen und filigranen Palästen nur eine Herrscherlaune? Das Rätsel um die größte Geisterstadt der Welt ist bis heute nicht gelöst. Tatsache ist, Akbar wechselt ständig sein Machtzentrum. Ein Zeichen seines nomadischen Erbes? Das Heerlager der Mogulen ist riesig. Es soll manchmal 12 Stunden gedauert haben, bis die gesamte Marschkolonne einen Punkt passiert hatte. Und der Umfang eines Feldlagers konnte bis zu 70 Kilometer betragen. Stets reist der gesamte Hofstaat mit, auch ein Teil des Harems. Als würden zwei Städte Bockspringen spielen, heißt es in Berichten europäischer Reisender. Zelte, transportable Moscheen und Bäder sind in zweifacher Ausführung vorhanden. Sobald der Kaiser ein neues Lager bezieht, wird das verlassene abgebaut und in Eiltransporten zum übernächsten Lager gebracht. In den Heerlagern entsteht eine multikulturelle Gesellschaft mit einer eigenen Sprache, dem Urdu, einer Mischung aus Persisch, Türkisch, Mongolisch, Arabisch und Hindi. Eine Sprache, die heute die offizielle Sprache Pakistans ist. Ein beliebter Zeitvertreib bei den Soldaten ist das Pachisi-Spiel, das Vorbild für unser Mensch ärger dich nicht. Der Lebensstandard selbst der einfachen Soldaten ist hoch, weit höher als der europäischer Söldner zur gleichen Zeit. Wahrscheinlich eine Vorsichtsmaßnahme gegen Revolten. Wieder in einer Residenzstadt angekommen, erfreut sich Akbar am Luxus seiner Brunnen und Gärten. 15 goldene und 70 silberne Springbrunnen soll es in Fatehpur Sikri gegeben haben. Ein Chronist berichtet, früher haben die Leute ihre Gärten ohne jegliche Ordnung angelegt. Doch seit die Mogulen hier sind, werden die Gärten mit größter Sorgfalt gestaltet. Heute bewundern Reisende die Schönheit der Paläste und murmelnden Brunnen. Es scheint, als wollten sich die islamischen Herrscher mit ihren Residenzen im kargen Indien ein Abbild schaffen von dem im Koran versprochenen Paradies. Akbar beauftragt Historiker und Maler, sein Leben minut zu halten. Die Zeit seiner Herrschaft ist so zu einer der am besten dokumentierten Epochen der Geschichte geworden. In den Werkstätten an seinem Hof arbeiten persische und indische Künstler. Sie alle sind Spezialisten. Der eine ist für die Skizze zuständig, ein anderer für das Ausmalen, ein weiterer für das Porträtieren der menschlichen Gesichter. Ein spezieller Pinsel mit nur einem einzigen Haar aus dem Schwanz eines Eichhörnchens erlaubt es den Malern, verblüffend lebensechte Miniaturen zu malen. Akbar selbst ist häufig idealisiert dargestellt, mit Heiligenschein. Ein Symbol, das die Christen einst von den Darstellungen der Götter Indiens übernahmen. 400 Maler werden auf den Gehaltslisten im Rang eines Majors geführt. Selbst Angehörige unterster Kasten können Hofmaler werden, allein die Begabung zählt. Der Elefantenkampf war Akbars liebste Sportart, nicht nur als Zuschauer. Oft reitet er selbst auf den wildesten Elefanten in den Kampf und riskiert dabei das eigene Leben. Neben dem Elefantenkampf war die Jagd Akbars große Leidenschaft. Im tiefen Süden Rajasthans liegt ein einsames Schloss. Seine Umgebung war einst Schauplatz gefährlicher Jagden, an denen sich Mogulen und Maharajas gleichermaßen erfreuten. Der heute dort lebende Maharaja schoss in seiner Jugend immerhin noch 16 Tiger. Inzwischen ist er längst zum Tierschützer geworden. In those days there were no arms, guns, there were only... Früher benutzte man keine Feuerwaffen für die Jagd, nur Schwerter, Speere und Dolche. Deshalb musste man für den Kampf sehr gut vorbereitet sein. Die Jagd war auch ein Training für den Krieg.
Sie war eine Schule der Tapferkeit. Akbar soll einem angreifenden Tiger im letzten Moment mit einem Schwerthieb den Kopf abgeschlagen haben. Nicht nur die indische Malerei wurde von den Mogulen nachhaltig geprägt. Die gesamte Kultur des Landes erhielt durch sie ein neues Gesicht. Dies wird besonders deutlich in Agra, der nach Fatehpur Sikri wichtigsten Residenz Akbars. In den prächtigen Bauten geht die Kunst der Hindus und der Muslime eine harmonische Verbindung ein. Filigrane Fenstergitter sind nicht etwa aus Holz, sondern aus Marmor oder auch Sandstein. Im marmornen Thronsaal im oberen Teil der Residenz von Agra empfingen spätere Mogul-Kaiser die Würdenträger aus Asien und Europa. Die Gäste waren erstaunt über den hohen Rauschgiftkonsum am Mogulhof. Auch Akbar war ein großer Freund des Opiums. An der Art der Zeremonie hat sich bis heute wenig geändert. Das Opium wird zerrieben, in Wasser aufgelöst und gefiltert. Getrunken werden darf es nur aus der Hand eines anderen. Zuvor noch ein Trankopfer. Den europäischen Besuchern war es ein Rätsel, wie die Mogulkaiser erfolgreich regieren konnten, obwohl sie nach ihren Vorstellungen eigentlich Drogensüchtige waren. Akbar feiert mindestens zweimal im Monat Hochzeit. Mal bietet ein Raja seine Tochter an, mal ein afghanischer Fürst. Sogar eine Portugiesin soll im Harem gewesen sein. Dort herrscht ein ziemliches Gedränge. Akbar bringt es auf 328 Frauen. Dazu gehört auch eine geraubte Hindu-Königin, wie uns ein Nachfahre erzählt. In order to humiliate Maharaj Man Singh II of Sirohi, um den Maharaja von Sirohi zu erniedrigen, bediente sich Akbar schwarzer Magie, Versuchung und Täuschung und entführte so die jüngste Frau des Maharajas in seinen Harem. Wutentbrannt ritt der Maharaja von Sirohi in die Mogul-Residenz von Fatehpur Sikri, überwand die Palastmauern, überraschte seine Frau und Akbar im Schlaf und schnitt dem Kaiser eine Hälfte seines Schnurrbarts ab. Die treulose Gattin wurde zurück nach Sirohi gebracht und bei lebendigem Leibe hier eingemauert, wo ihr Skelett noch heute steht. Aus Anlass dieses Sieges über Akbar, der nun schon bald 500 Jahre zurückliegt, feiert der Maharaja von Sirohi jedes Jahr ein großes Fest. Opium ist auch heute noch das beliebteste Rauschmittel bei solchen Anlässen. Heute wie damals singt der Hofbarde das Lob auf den Herrscher. Der Maharaja leitet die Zeremonie als der oberste Priester. Der Barde singt in einer Sprache, die auf dem Sanskrit beruht, einer uralten Sprache, die heute niemand mehr spricht. Aber jeder hier kennt ja die Ruhmestaten und weiß, dass der Herrscher von Sirohi sich nie von den Mogulen unterwerfen ließ. Unter Akbar wird aus Indien das modernste Staatswesen dieser Zeit. Aus der Militärdiktatur seiner Vorfahren macht er einen zentralistischen Staat unter ziviler Verwaltung. Akbars Beamte kommen aus allen Schichten. Viele von ihnen sind Hindus und kennen so die Bedürfnisse des Volkes. Es wird noch gut 200 Jahre dauern, bis Europa eine ähnliche Regierungsform erreicht. Unter Akbars Regierung haben selbst die Bauern einen Lebensstandard, der den des heutigen Indien um ein Vielfaches übertrifft. Mit ihren Reformen bescherten die Mogulen dem Land, das sie erobert hatten, ein goldenes Zeitalter. Während Indien eine Epoche politischer und religiöser Toleranz erlebt, lodern in Europa die Flammen der Inquisition. Im Namen Jesu Christi, des gekreuzigten Erlösers, verurteilen vor den Augen des fanatisierten Volkes die Oberen der katholischen Kirche unschuldige Menschen zu Höllenqualen,
im Zeichen des Kreuzes. Wer Glück hat, wird vor dem Verbrennen erdrosselt. Die Intoleranz wirft ihren Schatten über ganz Europa. Eine Vorahnung des Dreißigjährigen Krieges, in dem sich die christlichen Mächte zerfleischen und an dem die islamischen Mogulen als Munitionslieferanten bestens verdienen. Akbar, der infolge einer Jugendkrankheit weder lesen noch schreiben kann, schätzt dennoch die Macht des geschriebenen Wortes. Seine Hofgeschichtsschreiber verewigen jeden Augenblick im Leben des indischen Kaisers. Künstler illustrieren die Manuskripte mit Miniaturmalereien. Abul Fazl, Sohn eines toleranten islamischen Theologen, ist Akbars persönlicher Sekretär und sein wichtigster Ratgeber. Es ist vor allem ihm zu verdanken, dass sich Akbar von den konservativen Muslimen an seinem Hof nicht beeinflussen lässt. Ist sich Akbar bewusst, in welcher Gefahr er häufig gelebt hat? Wahrscheinlich. Er suchte die Gefahr, um seiner Umgebung zu beweisen, dass er ein Kaiser von Gottes Gnaden war und dass ihn Allah immer beschützte. Sein ganzes Leben lang war Akbar auf der Suche nach der Wahrheit hinter den verschiedenen Religionen. Schließlich gründete er eine eigene Religion, die er die Lehre vom einen Gott nannte. Die Lehren indischer Weiser sind eine wichtige Inspiration seiner neuen Religion. Schon seit Jahrtausenden beeinflussen indische Weisheitslehrer die Geschichte der Menschheit. Auch Jesus soll ihren Rat gesucht haben. Selbst das Rosenkranzbeten geht auf ihre uralte Gebetspraxis zurück. Auch nachdem er sich zum Religionsstifter erklärt hat, sucht der Kaiser den Rat der weisen Männer Indiens. Akbars Lehre Gottes hatte jedoch keine Wirkung über seinen Tod hinaus. Der Hinduismus hingegen gewann unter seiner Herrschaft neue Kraft. Die Hindus und ihre Götter haben überlebt, doch die Pracht des Mogulreiches ist untergegangen. Sie wurde im 19. Jahrhundert durch die englischen Kolonialherren auf immer zerstört. Aber vieles von ihrer Lebensart hat sich in den Familien der Maharajas bis heute erhalten. Der Fürst von Jodhpur blickt zurück auf eine lange Reihe von Ahnen, die mit Akbar und seinen Nachfahren verbündet waren. Wir fragen ihn nach dem Grund für Akbars Erfolg. Er versuchte auszugleichen und eine Synthese zwischen den Religionen zu schaffen, den Hindus und den Mogulen. Zugleich war er ein äußerst geschickter General und auch sehr grausam. Die Verbindung von beidem machte seinen Erfolg aus. Akbars letzte Lebensjahre sind gezeichnet von der Auseinandersetzung mit seinem ältesten Sohn, dieser des Vaters, an dessen Stelle auf den Thron setzen. Akbar stirbt am 17. Oktober 1605 in seiner Residenz in Agra eines natürlichen Todes. Er war 50 Jahre an der Macht. Sein Sohn Selim lässt sich wenige Tage später zum Kaiser krönen. Er nennt sich Jahangir, Eroberer der Welt. Was ist von Akbar geblieben? Heute noch wird er von Hindus wie von Muslimen verehrt, als Akbar der Glückliche, der die Vision von einem Staat hatte, in dem alle Religionen miteinander in Frieden leben. Akbar was an emperor that stabilized the empire, the Mughal Empire. Akbar war ein Kaiser, der dem Mogulreich Stabilität verlieh. Darauf konnten die späteren Herrscher, wie Shah Jahan, aufbauen. Sie beschäftigten sich mit Kunst und Musik. Sie bauten Monumente wie das Taj Mahal. Das Taj Mahal, ein Traum aus Marmor, gebaut von Akbars Enkel Shah Jahan als Grabmal für seine früh verstorbene Frau Mumtaz Mahal. Zum Zeichen seiner nie erlöschenden Liebe. Shah Jahan, der bedeutendste Mogul-Kaiser nach Akbar, erwarb sich den größten Ruhm als Schöpfer eines der schönsten Bauwerke der Welt. Es vereint indische und islamische Architektur in vollkommener Harmonie. Verse aus dem Koran, eingelassen in edelsten Marmor zum Lobe Gottes, verkünden die Botschaft vom himmlischen Paradies.
Blumenmuster aus Edelstein schmücken das Gitter um das Allerheiligste des Mausoleums, die Ruhestätte der Geliebten. Doch ist das Taj Mahal wirklich nur ein Denkmal der Liebe? Wollte sich sein Erbauer, der sich Herrscher der Welt nannte, nicht vielmehr selbst ein Denkmal setzen? Oder wollte er gar ein Sinnbild für den Thron Gottes auf Erden schaffen, wie manche behaupten? Akbars Enkel nahm ein tragisches Ende. Entmachtet und eingesperrt von seinem eigenen Sohn, lebt er die letzten 8 Jahre seines Lebens vereinsamt in einem entlegenen Turm des Harems im Palast von Agra. Seine Lieblingstochter ist die einzige Vertraute in seiner Umgebung. Das Taj Mahal, einige Meilen flussabwärts, kann er zwar sehen, aber er darf es nie wieder betreten. Erst nach seinem Tod findet auch er dort seine letzte Ruhe. Mit dem Tod des Herrschers der Welt geht die Glanzzeit der Mogulen, die Akbar begründet hatte, zu Ende. Wie kaum einem anderen Herrscher der Weltgeschichte gelang es ihm, verschiedene Religionen miteinander zu versöhnen. Spätere Mogulkaiser kehrten zum orthodoxen Islam zurück und unterdrückten die Mehrheit des indischen Volkes. Damit schufen sie die Voraussetzung für ihren eigenen Untergang und für die Eroberung Indiens durch fremde europäische Mächte. Das Taj Mahal, eine Träne auf der Wange der Zeit, wie es ein Dichter nannte. Symbol für den Traum von der Verschmelzung der indischen mit der islamischen Welt. Akbar der Große hat ihn als erster geträumt. Sein Traum hat überlebt. Als Vermächtnis an unsere Zeit. Ihr Reichtum war sagenhaft. Sie besaßen die größten Diamanten und die schönsten Frauen. Intrige und Mord bestimmten ihr Leben. Die Mogulen. Ihr bedeutendster Herrscher, Akbar der Große, aber hatte einen Traum. Ein Reich, in dem Moslems und Hindus in Frieden miteinander leben. Seine gefährlichsten Gegner, die Maharajas von Indien, die sich in ihren Palästen verschanzten. Jahrhundertelang blieben sie unbesiegt. Wie gelang es Akbar, sie zu unterwerfen? Die Dynastien der Maharajas haben überlebt, doch das Reich der Mogulen ist untergegangen. Akbars Traum aber lebt fort in einem der schönsten Bauwerke der Welt, dem Taj Mahal. Vermächtnis einer Epoche, die als das goldene Zeitalter Indiens in die Weltgeschichte einging. Warum ist dieser Traum zerbrochen? Sphinx führt in die rätselhafte Welt von Magiern, Mogulen, Maharajas. Die Steppen Zentralasiens. Hier lebten die Vorfahren der Mogulen, die berüchtigten Todesreiter aus der Steppe, die Mongolen. Unter ihren Führern Genghis Khan und Tamerlan machten sie sich große Teile Asiens und Europas untertan. 1369 ließ sich Tamerlan zu ihrem König, zum Herrscher der Goldenen Horde, krönen. Er regierte über viele Jahrzehnte ein sagenumwobenes islamisches Reich im Herzen Zentralasiens. Seine Hauptstadt Samarkand am Knotenpunkt der Seidenstraße galt als Juwel in der Wüste. Künstler aus aller Herren Länder schufen hier die prächtigsten Moscheen zum Ruhme Allahs und seines Propheten. Als Samarkand den Mogulen verloren ging, richtete sich ihr Eroberungsdrang unaufhaltsam nach Süden. In kurzer Zeit unterwerfen sie große Teile Nordindiens und gründen ein neues islamisches Reich auf dem Subkontinent. Doch ihre gefährlichsten Gegner bleiben die Maharajas von Indien. Sie sind Hindus und stammen aus der Kriegerkaste der Rajputen.
Ein Nachfahre der Fürsten berichtet, there were a lot of Rajput states, but unfortunately, es gab eine Vielzahl von Rajputenstaaten, aber leider herrschte eine ungeheure Eifersucht zwischen ihnen, sodass sie unfähig waren, gemeinsam militärisch zu handeln, was es für die Mogulen sehr viel einfacher machte. Task for the Mughals much easier. Was suchen die Mogulen in Indien? Das Land ist karg, doch soll es reich an Schätzen sein. Seine Herrscher, die Maharajas, leben in Festungen, die hoch oben über den Städten und Dörfern thronen. Maharaja bedeutet Großkönig. Viele von ihnen leben noch heute wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht, auch wenn sie jetzt politisch keine Macht mehr haben. Aber die Traditionen werden gepflegt. Die Paläste der Maharajas lassen noch heute erahnen, in welchem Luxus und welcher Pracht ihre damaligen Bewohner lebten. In einer der ältesten Burgen lebt der Maharaja von Sirohi, der von seinem Volk noch heute als Nachfolger der alten Hindu-Könige verehrt wird. Für sie besitzt er magische Kräfte, die er zum Wohle seines Volkes nutzt. Die Mogulen wollen sich den Reichtum der Maharajas zu eigen machen. Doch stolz setzen sich diese zur Wehr. Sie ahnen nichts von der Entschlossenheit der islamischen Eroberer aus dem Norden. Die Mogulen haben bereits weite Teile Indiens eingenommen. Doch einige Fürstentümer widersetzen sich hartnäckig. Herbst 1567. Mit der gewaltigsten Streitmacht, die Indien je gesehen hat, belagert Akbar, der Große, die berühmteste Festung im Staat Rajasthan. Akbar ist entschlossen, sie zu erobern, obwohl sie als uneinnehmbar gilt, die Feste Chittor. Die Tore der Burg haben lange Eisenstacheln, um die angreifenden Elefanten des Feindes abzuwehren. Die Bewohner von Chittor sind sich ihrer Sache sicher. Sie haben jede Vorsorge getroffen. Sie ahnen nicht, dass sie in die Geschichte eingehen werden als die letzten Verteidiger der ruhmreichen Festung. 100 Tage lang belagert seine Armee die Mauern Chittors, doch ohne jeden Erfolg. Mehr als 200 seiner Soldaten sterben täglich im Pfeilhagel der Verteidiger. Selbst die Wunderwaffe der Mogulen, die großen Kanonen, mit denen sie bereits den halben Kontinent erobert haben, scheint wirkungslos. Am Ende greift Akbar selbst in den Kampf ein und gibt den Befehl zum Laden der schwersten Kanonen. Drei Tage und drei Nächte feuert er seine erschöpften Truppen an. Er will Rache für die vielen tausend Soldaten, die während der Belagerung gefallen sind. Mit den schweren Geschützen feuern seine Männer ununterbrochen auf die Mauern der Festung. Doch erst ein Schuss aus Akbars Vorderlader bringt die Entscheidung. Er trifft den Kommandanten der Festung. Das Schicksal Chittors ist besiegelt. Die Verteidiger sind zum Äußersten entschlossen. Sie verlassen die Stadt und stürzen sich in eine aussichtslose Schlacht. Die letzte Prinzessin der Dynastie erinnert an das Trauma des Untergangs. When the men went out to the battlefield, während die Männer in die Schlacht zogen, bereiteten die zurückgebliebenen Frauen das heilige Feuer vor. Sie erwarteten nicht, dass ihre Männer lebend aus der Schlacht zurückkehren würden. Deshalb waren sie entschlossen, sich selbst dem Feuer zu übergeben. Sie wollten lieber sterben, als dem Feind in die Hände fallen. Für sie war es ein Grund zur Freude, sicher zu sein, nicht gefangen genommen zu werden und sich selbst und ihren Glauben nicht zu beflecken. Akbar der Große hatte gesiegt, aber um welchen Preis? Ein Relief ihrer Hände erinnert noch heute an den mutigen Opfertod der Frauen im Feuer. Bis heute ist Chittor ein nationales Heiligtum. Akbar statuierte ein Exempel. Am Tag nach der Schlacht ließ er 30.000 Zivilisten, die in der Festung Zuflucht gesucht hatten, töten.
Ein Fluch lastet seitdem auf der verlassenen Stadt. Akbar war zwar Sieger über die Rajputen, doch moralisch war er Verlierer. Der Maharaja von Chittor hatte seine Stadt noch vor Beginn der Belagerung verlassen. In der malerischsten Region Rajasthans gründete er eine neue Stadt, die seinen Namen trägt, Udaipur. Noch heute lebt hier ein Nachfahre des Fürsten. Es muss eine sehr schwierige Entscheidung für ihn gewesen sein, Chittor zu verlassen und eine neue Hauptstadt zu gründen. Aber ich glaube, seine Idee, Udaipur als neue Hauptstadt zu gründen, war sehr gut, denn sonst wäre die Familie ausgelöscht worden und niemand hätte mehr von uns gehört. Anders als die Herrscher von Udaipur, die sich den Mogulen nie unterwarfen, verhielten sich die Maharajas von Jodhpur. Maharaja Dalip Singh ist einer ihrer Nachfahren. Die Geschichte der Mogulen und der Maharajas beschäftigt ihn seit frühester Jugend. Er selbst war Zeuge vieler dramatischer Veränderungen in den Fürstenhäusern der Maharajas im letzten Jahrhundert. Der Maharaja von Jodhpur begrüßt die Gäste am Vorabend einer prunkvollen Hochzeit. Seine Vorfahren hatten sich mit Akbar arrangiert. In der Hoffnung, sich einen Platz am Mogulhof zu verschaffen und so ihre eigene Herrschaft zu sichern, hatten sie ihre Töchter in seinen Harem gegeben. Eheschließungen sind damals wie heute ein Mittel der Politik. Und auch die Hochzeitsfeierlichkeiten haben vieles gemeinsam mit denen der Mogulzeit. Die Frauen schmücken ihre Hände mit Ornamenten aus Henna. Ein alter Brauch, der ihnen und dem Hochzeitspaar Glück bringen soll. Nächstes Ziel von Akbars Eroberungen: das Fürstentum Amer im Herzen von Rajasthan. Amer aber wurde nicht zerstört. Stattdessen wurde aus der Trutzburg eine der schönsten Schlossanlagen Indiens. Zufall oder politisches Kalkül? Akbar befindet sich auf Pilgerfahrt mit seinem Hofstaat. Dabei durchquert er das Gebiet von Amer. Der Maharaja fürchtet einen Angriff und entschließt sich zu einem folgenschweren Schritt. Unter seinen Töchtern sucht er eine, die er dem Muslimkaiser zur Frau anbieten könnte. Akbar ist nicht abgeneigt. Noch eine Schönheit für seinen Harem. Und außerdem, heißt es, erspart eine Heirat 10 Kriege und erhält so Tausenden von Menschen das Leben. Aber Akbars Wahl fällt nicht auf die Favoritin des Vaters. Er sucht sich eine jüngere und schönere unter den Prinzessinnen aus. Die Verbindung einer seiner Töchter mit dem großen Mogul ist für den Maharaja von Amer äußerst nützlich. Die Familie der Braut steigt zu höchsten Ämtern am Hofe auf. Ihr Vater wird erster Ratgeber des Kaisers, sein Bruder Befehlshaber der Mogul-Armee. Die in Lieblichkeit strahlende Braut, bei deren Anblick die Natur ihr Blütenkleid anlegt, diese Rose aller Frauen, wie ein Dichter von ihr schwärmte, war den islamischen Würdenträgern ein Dorn im Auge. War sie doch die Tochter des mächtigsten Hindu-Fürsten und damit eine Gefahr für das muslimische Erbe. Die Neider am Hof hatten nicht ganz Unrecht, denn auch die späteren Mogul-Kaiser nahmen sich stets die schönsten Frauen der Hindus. So wurden die fremden Eroberer von Generation zu Generation immer schöner, behaupten die Hinder. Die Hochzeitsfeierlichkeiten sind die größten, die der Hof je gesehen hat. Sie geben Akbar die Gelegenheit zu einer bisher unübertroffenen Demonstration seiner Macht über Hindus und Muslime. Prächtige Feuerwerke, wie sie ein Jahrhundert später an den barocken Fürstenhöfen Europas veranstaltet wurden, gibt es schon zu Akbars Zeiten. Doch prunkvolle Festlichkeiten sind nur eine Seite des Lebens am Hof. Wird es Akbar gelingen, auch die Feinde am eigenen Hof zu besiegen? Adam Khan, ein naher Verwandter, ist sein ärgster Gegner. Als er seine Chance zur Ergreifung der Macht gekommen sieht, stiehlt er sich in den Palast und ersticht den Premierminister. Wollte er auch Akbar töten? Akbar, entsetzt über die Tat, stellt sich dem Mörder entgegen. Mithilfe der Wachen überwältigt er ihn. Shivai!
Er will ein Exempel statuieren. Jeder soll wissen, dass er keine Widersacher duldet. Als Akbar sieht, dass sein Opfer noch atmet, befiehlt er den Unglücklichen, noch einmal die Treppe hinaufzutragen und erneut vom Balkon zu werfen, damit sein Hirn auf die Fliesen spritze. Akbar knew exactly what he wanted. Akbar wusste genau, was er wollte und wie er seine Karten im richtigen Moment auszuspielen hatte. He actually knew how to play his cards at the right moment and the right time. So wurde er der beste oder größte Mogul-Kaiser, der je in Indien regierte. Zu seinem Erfolgsrezept gehörte es, ständig im Reich unterwegs zu sein, um die Herrschaft zu sichern. Um 1580 erstreckt sich das Mogulreich vom Hindukusch im Westen und dem Himalaya im Norden über den halben indischen Subkontinent bis zum Golf von Bengalen im Osten. Ein gut ausgebautes Straßennetz verbindet die Kaiserresidenzen Lahore, Delhi, Agra und Fatehpur Sikri mit den restlichen Teilen des Reiches. Akbar ist auf der Höhe seiner Macht. Aber er will kein Fremdherrscher sein, der nur das Land ausbeutet. Er ist überzeugt, dass der Zusammenhalt des Reiches auf Gerechtigkeit beruht, auf der gleichmäßigen Behandlung aller Untertanen, gleich welcher Kaste, gleich welcher Religion. Sulh al-Kul, Frieden für alle, soll das Leitmotiv von Akbars Herrschaft werden. Unter Akbar dürfen die Tempelanlagen der Hindus nicht mehr gestört werden. Im heiligen Bezirk eines Hindu-Tempels in Rajasthan bereiten sich die Priester auf das tägliche Opfer vor. Der Hinduismus kennt Tausende von Göttern. Anders als die anderen Weltreligionen ist er nur in Asien verbreitet und kennt keinen missionarischen Eifer. Die Aufgabe der Priester ist es, die Götter mit vielfältigen Geschenken und Opferzeremonien bei Laune zu halten. Denn von der Laune der Götter hängt das Schicksal der Menschen ab.